Herr Roman, Trainingssaal läuft. Sonne scheint unbarmherzig vom Himmel. Wie sehr macht euch das Wetter zu schaffen? Ja, es ist eine schweißtreibende Angelegenheit natürlich. Aber wir können natürlich auch nicht erwarten, dass im Sommer richtig kühl ist. Und das wäre nicht auch gut für uns allgemein, fürs Gemüt. Also ein bisschen Sonne ist gut, aber zu viel Sonne ist auch nicht gut. Aber es wird auch richtig hart trainiert, ne? Also wenn man euch zuschaut, das sind schon Übungen, die fordern den Spielern das Letzte ab. Absolut. Also ich komme jetzt gerade ja vom Trainingsplatz und selbst wenn der Torwart schon anfängt zu schwitzen, dann ist schon weit genug. Also wir arbeiten wirklich jeden Tag sehr akribisch und sehr hart. Dreimal am Tag, das sagt schon vieles aus und wir wollen auch weiter dranbleiben. Gestern war ja der sogenannte, in Anführungsstrichen, Erholungstag. Ja. Ihr habt Canyoning gemacht. Richtig Erholung war das nicht, ne? Ja, es war bedeutend anstrengender, wie viele am Anfang gedacht haben. Dennoch war eine Menge Spaß dabei und Gott sei Dank hat sich keiner verletzt. Das war das Wichtigste und so konnten wir den Tag auch mal nutzen, was anderes zu machen, wie nur auf dem Fußballplatz zu stehen. Aber da muss man schon als Team etwas arbeiten. Wir haben ordentlich arbeiten müssen. Erstens war jeder Schritt war sehr gefährlich im Wasser, wo man nicht genau sehen konnte, wo man hintritt. Dann mussten wir uns gegenseitig abseilen. Also es war schon Krafteinsatz gefordert. Zu guter Letzt, Freundschaftsspiel gegen St. Gallen 2:1 gewonnen. Nach drei, glaube ich, ganz harten Tagen. Ich denke, mit der Leistung der Mannschaft kann man zufrieden sein. Absolut. Das Ergebnis zählt letztendlich und da haben wir auch ein 2:1 geschafft. Klar war es noch nicht das, was wir uns auch erhofft haben vom Fußball her, aber es ist ganz normal. Wir trainieren einfach so hart, wir legen auch einfach den Wert auf die Trainingseinheiten und das Spielerische kommt jetzt in den nächsten Wochen. Dann viel Glück dabei. Danke, Roman. Danke.